Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sticks Bastards of Shadows. Ich muss nochmal ergänzenderweise was sagen. Warum ich so immer das sage und mecke und so. Ich erkläre ja meinen Eltern immer, dass ich halt, wenn ich aufnehme, Ruhe haben möchte. Das verstehen die auch eigentlich. Der Witz ist, meine Mutter ist so, ja, hab verstanden und kommt trotzdem hoch. Sei es halt, um was zu essen hochzubringen, wo ich mir auch wieder denke, Alter, ich mach mir selber was zu essen. Oder halt irgendwie eine Katze zu suchen, die eh nicht hier oben ist, von unseren beiden Katzen. Also, es gibt einfach Sachen, wo ich mir denke, so, wie schön wäre es, wenn ich jetzt endlich eine eigene Wohnung hätte. Aber das zieht sich und zieht sich und zieht sich, weil, ja. Ich nehme ja nichts ein, also, ne? Das meiste von dem Geld, was für YouTube reinkommen würde, würde eh wieder in Spiele und Hardware wandern. Und alles darüber hinaus würde ich spenden. Ne? Weil das war eigentlich so der Hauptfokus. Ich will halt nur das, was ich brauche. Und alles darüber hinaus, also was wirklich weit darüber hinaus ist für meinen, ja, monatlichen Bedarf, geht weg. Spende ich wohltätigen Organisationen oder pack das irgendwo in einer, ja, in einer Obdachlosenkasse, würde ich fast sagen. Ah, komm schon! Das hätte so gut funktionieren können. Aber nein. Ach komm schon! Ich kann wegrennen sogar. Ich hätte es doch. Okay, dann erstmal. So, solange ich stehe. Sollten und können die mich nicht entdecken. Ach, komm schon. Das zählt als Entdecken, das weiß ich zu 100%. Das wird so sein. Das wird einfach so sein. Ich sag's so schon, das kann nicht sein, also das wird nicht so sein, dass ich einfach einen töten kann und dann war's das. Ich muss hier erstmal alle ganz gescheit wegräumen. Und eigentlich wäre mir fast schon am liebsten, dass ich den Sprinter zuerst wegräume, weil, ja, der ist die höchste Gefahrenstufe. Der Stolperer hier, wollte ich gerade sagen, der juckt ja keinen. Problem ist natürlich, ich bin so offensichtlich wie ein bunter Hund auf dem Trapez, ne? Oder anders gesagt, die werden mich sofort sehen. Wobei, jetzt gehen die beide so weit außen rum. Wenn der Läufer schnell genug ist, und das ist er, ach komm! Wobei, nee, beim letzten Mal haben die, glaube ich, auch nicht gezählt. Ich gehe aber mal auf Nummer sicher.
Sicher ist sicher. Versteht ihr? Einfach mal von aus, es hat gezielt. Wenn nicht, dann muss ich mir da echt was einfallen lassen. Dann brauche ich dafür Messer. Also Wurfmesser. Ah, Rakash, don't you wanna die? Stop fooling around. Go say hello to your brother, Vernon. Na super, da habe ich mich am meisten drüber gefreut. Und ich Barbe. Du willst mich doch veralbern. So richtig veralbern. Aber wir gehen jetzt einfach mal von aus, die zählen nicht als, ihr wisst schon, als richtige erkennbare Gegner so gesehen. Warum auch immer sie nicht so zählen sollten. Ich glaube, das kann ich vergessen. So. Genial. Geil, prima, toll. Ah, ist das fies. Wieder aussichtslose Situation habe ich mich manövriert, Leute. Ich habe mich gerade noch weggerollt eigentlich. Nein, es sagt so das Spiel so, nö, die Rolle akzeptieren wir nicht, die Taste. Denn F ist nicht mehr zu rollen. Es ist einfach nur noch zum blöd herumstehen und anklotzen. Alter, zwei Messer und ich bin down. Wo ist denn das noch fair? Und wie gesagt, ich glaube, ich bin sowieso entdeckt. Also... Juhu, ich bin da. Okay, so langsam ist es echt albern. Was soll ich denn da grandioserweise ein bisschen schön noch machen? Also ganz ehrlich mal. Da kann ich eigentlich nur noch das hier machen. Anderen ja nicht mal. Wie soll ich denn? Also klar, ich sehe ihn, ich sehe diese Verschwommenheit Dings, aber ich meine, ich sehe ja nicht, worauf ich zuziele, als was ich
weil ich da bitte schön anschießen oder ähnliches soll. Das ist halt das, was mir gerade zu schaffen macht dabei. Ich kann nichts machen. Nach zwei Schlägen oder nach zwei Messern bin ich weg. Ist einfach finito. Vorbei. Aus. Cool, klasse, grandios. Hallo liebe Spieleentwickler, ich finde euer Spiel echt super. Es ist so leicht zum Durchspielen. Nee, Moment, ist es ja nicht. Geil, da kam wieder irgendein Wurfmesser und hat mich noch erwischt. Yay! Okay. Sorry, wenn das jetzt echt wieder laut wird manchmal. Ah, ja, super. Toll. Eingekesselt von zwei Seiten. Ah. Ganz gut überlegt. Ey, ganz ehrlich, welcher Spieleentwickler dachte sich, dass es eine gute Idee ist? Geil, ich hab noch das zweite Wurfmesser, ich konnte gerade nicht parieren dadurch. Ah. Okay. Hallo? Ich kann mich nicht mal wegrollen. Was soll denn das? Okay. Ganz großes, dickes, fettes. Okay, ist es halt so. Ey, du willst mich doch verarschen. Ja, komm, komm dran. Wahrscheinlich gleich wieder 30 Wurfmesser. Ja, war klar. Alle drei haben Wurfmesser geworfen, habe ich das Gefühl gehabt. Gut, also wer diese Stelle unfair findet, kann ich so unterschreiben. Geil, ich komme nicht mal weg. Gut. Was kann ich denn noch machen? Ich versuche mal in die Mitte zu springen, einfach ganz stumpfsinnig. Wahrscheinlich bringt das eh nichts. Hui! Sorry, ich habe halt keine Ideen mehr. Was soll ich denn machen? Also ganz ehrlich. Und da kam das Wurfmesser geflogen. Da kriegst du doch die Krätze bei. Was ist denn das? Nee. Geil war übrigens, wie meine Maus einfach nicht auf Sand scrollen wollte. Ich wollte einfach nur kurz gucken, ob ich damit die vielleicht irgendwie planten kann. Und warum fällt jetzt hier das ganze Zeit wie eine Art Dominostein
Um, danke. So. Mir fällt einfach nichts ein. Ich bin gerade die ganze Zeit auch am Überlegen, was ich machen könnte. Kannst du sagen und machen, was du willst. Das ist kein Meter fair. Jetzt versuchen wir mal ganz was Verrücktes. Warte, ist das vielleicht die Lösung einfach? Ich glaube nicht. Kannst du machen, was du willst. Du entkommst die nicht, du kannst sie nicht anschleichen. Die sind einfach die Übermacht in dem Fall. Also das Einzige, was bringt, ist wortwörtlich auf die zuzustürmen. Geil, und man darf nicht mal kämpfen zu kriegen. Was war das denn? Also warum dürfte ich jetzt... Warum dürfte ich jetzt nicht parieren? War der Gegner jetzt etwa nicht in Parierlaune? Okay. Irgendwas hatte ich übrigens gesehen, wo ich da über die Mauer gerade gesprungen bin. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, absolutes Hasslevel. Okay. Okay. Hab eine Idee. Hab eine mögliche Idee, wie das funktionieren könnte. Muss aber erstmal testen. Also. Okay. Ich habe irgendwie lange überlegt. Erlebt, meine ich. Okay. Ah, kann bitte die Maus mitspielen. Geil, prima, finde ich toll. Genau so will ich spielen. Also ich wollte schon immer mein Wurfmesser lange über das Scrollrad auswählen müssen. Bitte. Da ist auch ein Wurfmesser. Und da ist ein Wurfmesser. Oder? Ich glaube. Und deswegen bin ich. Eieiei, okay, ich hab alle drei Wurfmesser im Blick. Das ist ja...
Okay, ich muss schnell agieren, das ist ja ekelhaft. Ja, geil, ich habe Messer eingesammelt und wurde selber mit 2 Messern auf einmal getroffen. Das ist das neue Spiel. Du schaffst es nicht. Jetzt im Handel erhält dich. Ah, Kotzen, ey. Okay. Volle Konzentration. Wie war das, Dark? Mann! 6 fucking Minuten, Leute. Fürs Einsammeln brauche ich eine Sekunde. Warum? Warum brauche ich fürs Einsammeln eine Sekunde? Ich laufe doch dran vorbei und zieh's mit. Nein! Lieber. Oh, ey. Echt mal. Geil! 30 Messer und dann werde ich auch noch geschlagen. Doch, ah, ich heule gerade. Wuttränen, ne, also wirklich. Das sind keine Freuden oder ähnliche Tränen, das sind einfach nur noch Wuttränen. So, in der Zwischenzeit. Na, na, na. So, jetzt muss ich das letzte Messer noch irgendwo finden. So, jetzt kann und darf ich, weil es sich gerade beruhigt hat, die Situation, mal speichern. Wenigstens das. Eieiei, was ein Stress. Okay. Ah, da vorne ist er. Gott. After all these years. What the fuck is that? Damn fucking elves. Even dead, you still get in my way. A heart. Let me be. Rakash, no. Kampf? Rakash. Nein. Stop it. Vermin, give me the heart. This shit has destroyed my life. I was a proud and free orc, and this is what Amber has made of me. A puny runt with a burnt-out brain, sentenced to vomit his despicable reflection again and again, to be sure he never forgets his curse. But if I had the heart, I could study it, find a way to become as I was before.
What are you talking about? Our buddy is perfect for surviving in this shithole. Small, sure, but quick and mean. I was only born yesterday, and I can already see how the beings are rotten here. Yeah, in fact, I like being me. Enough raving. You may have the heart, but you can't beat me. So just give me the heart if you want me to spare you. You don't get it, do you? Live or die, it doesn't matter as long as it's not an order given to me. Watch me, Styx. Look at me while I choose my destiny. No! Stop! If you break the heart, everything will collapse! The heart! I almost had it! I could have become an orc once more! What have you done, you fool? We'll become empty shells. I'm gonna bleed you if it's the last thing I do! Oh no, Styx. I'm the one who will choose my own death. Rakash! Ja. Ich habe mich wieder unnötig aufgeregt. Ich merke schon wieder. Puls lauschen wieder gut 100. Die Kanonen werde ich nicht alle besiegen können. Vision blurred. I don't know what happened before that. I could remember only one thing. A name, Styx, was the only thing I could think of. I guessed it was my name. I often dream of this place at night. Well, it's more like a nightmare. I see myself, and I am everywhere. There are a whole lot of me's, but they're not me. And all these me's are calling to each other. Styx! Styx! And at the same time, it's as if none of them hears the others. Then I have this feeling like I'm falling. But I'm falling upwards. Yeah, it's weird, man. And then I wake up. And for a few moments, I seem to hear hundreds of me calling to me. And then I finally remember that there aren't any like me in the world, that I am the one and only Styx. And I don't know if it makes me proud or sick to my stomach. Yeah. Kein Alarm ausgelöst, konnte ich mir an die Hutkrempe schmieren, war ja klar. Aber wir haben alle Medaillons. Ja, kein Alarm auslösen, wird noch lustig und interessant. Kein Gegner töten, wird auch interessant. Also, ich sag jetzt schon voraus, 5 Parts noch, Minimum. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, Leute. Also, wie schon geübt, sag ich mal so, oder wie schon üblicherweise. Cyanide Studios. Mach jetzt die Credits. Ich habe eine Idee. Ich überspringe das kurz. Wiedergeburt haben wir gerade gekriegt als Errungenschaft.
brauche ich da ja nicht mehr. So, also. Ja, Wiedergeburt. Aber warte mal. Wisst ihr, was mir auffällt? Wo ist denn das mit den Medaillen? Schätze, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wo sind alle Medaillen? Ich hatte doch alle gesammelt, oder? Also nur Wiedergeburt ist das Ganze. Ja, okay. So, schalte alle Fertigkeiten frei. USW, das ist noch offen. Aber gut. Ja, komm, dann schalte ich das frei. Und dann kann ich am Ende, wenn ich das gemacht habe, auch noch die letzte Fähigkeit freischalten. Gut. Ja, jetzt sind wir übrigens eigentlich durch mit dem Spiel, aber wie gesagt, werde ich die Mission Wiedergeburt noch einmal spielen. Was mich nur ärgert, oder was mich jetzt schon mal ärgert, ist halt die Tatsache, dass ich halt, ja, das Ganze auf Zeit-USW machen darf. Von daher würde ich sagen, einen letzten Part mache ich jetzt doch noch. Zumindest das auf Zeit, weil 38 Minuten kann ich mir gut vorstellen, dass ich das schaffe, zumindest durch die ersten drei Level komplett durchzurasen, um halt überhaupt zum Ziel zu kommen. Und von daher, ja, bis in den nächsten Part. Und andernfalls, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.